Aufhören, dein Leben wartet, mit Leichtigkeit neue Wege beschreiten. Heute habe ich wieder ein wundervolles Pärchen bei mir, zwar auf getrennten Bildschirm, aber ein Pärchen. Herzlich willkommen, Daniela und Heiko Vorwig. Hallo Ines, danke schön, dass wir dabei sein dürfen. Hallo. Ja, ich bin auch total dankbar, dass ihr euch wieder bereit erklärt und der Aufwach-Community euer Wissen schenkt. Ihr seid ja sozusagen Potenzialentfalter. Und wir hatten schon vor längerer Zeit mal das Vergnügen. Aber ich würde euch jetzt trotzdem bitten, stellt euch doch noch mal ganz kurz vor. Und was ihr macht, dazu kommen wir später, aber dass die Leute erstmal wissen, mit wem sie überhaupt zu tun haben. Also, ja, ich fange an. Also es ist so, dass wir uns gemeinsam auf den Weg gemacht haben, um die Menschen zu begleiten, damit sie wirklich in ihr Wachstum kommen, damit sie in ihr Potenzial kommen. Weil viele Menschen das Gefühl haben, ich habe das Leben, das ich halt habe, und mit dem sollte man zufrieden sein. Es ist nun mal, wie es ist, oder ich bin von meiner Familie so geprägt, bei uns ist es immer schon so und da kann ich nichts dran verändern. Und da ist es unsere Aufgabe, oder wir sehen da unsere Aufgabe auch darin, den Menschen wirklich zu zeigen, hey, da ist noch viel mehr möglich. Du hast viel mehr Kraft, viel mehr Potenzial und viel mehr Leuchten in dir. Und wir haben natürlich beide so auch unseren Weg hinter uns, ja, wo wir das erkannt haben, wo wir an uns arbeiten durften. Und dieses wertvolle Arbeiten, diesen wertvollen Wachstum, freuen wir uns, wenn wir den mit den Menschen teilen dürfen, in einer Form, wie sie es viele nicht vorstellen können, nämlich mit der Gabe, dass wir bei den Menschen wahrnehmen können, was für Themen da sind, ohne dass die vorher uns eine Geschichte erzählen müssen. Weil das macht es so wertvoll, weil alles, was die Leute schon wissen, was ich selber über mich weiß, bringt mich meistens nicht weiter, das bringt mich dahin, wo ich jetzt bin. Mhm. Wichtig ist zu erkennen, was ist denn da in meinem Unterbewusstsein alles abgespeichert, wo treffe ich meine Entscheidungen her? Und unsere Aufgabe ist es zu schauen, hey, was steht mir da gerade aktuell im Weg und was darf da aufgelöst werden? Klingt logisch und einleuchtend, aber ist es auch so einfach? Also wir haben ja ein System aufgebaut, was zuerst mal diese Brocken, die wir mit uns herumtragen oder diesen schweren Rucksack, dass wir das mal von dieser Person lösen. So, dass wir dann im zweiten Programm wirklich in die Tiefe gehen können und, was wichtig ist, wir müssen ja das große Ganze sehen, dass wir wieder unsere Urkraft finden, die uns in uns da ist. Und ich glaube, heute werden wir bestimmt einige Beispiele sagen können, was bei den Menschen, die zu uns gekommen ist, was da passiert ist. Und das ist einfach wunderschön, wenn die Menschen wieder ihre eigene Urkraft finden. Nur dafür muss man diese schwere Last, die man mit sich trägt, erstmal sich davon lösen und dann in die Tiefe gehen, an die Wurzel, um wirklich diese wundervolle Urkraft in dir zu finden. Ja, ich glaube, wenn wir jeder in unserer Urkraft sind, dann können wir die Welt auch so machen, wie wir sie wollen. Also dann denke ich an die Pippi Langstrumpf, ich mache mir ja. Und sag mal, ihr macht das auch mit einer gewissen Naturverbundenheit, richtig? Also es ist schon so, dass alles ist im Prinzip ja naturverbunden, weil jede Technik, auch Internet, ja auch Handys, alles ist natürlich naturverbunden, weil sie auf im Prinzip von der Natur abgeschaut worden ist. So wie wir Menschen, wie wir mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit allem verbunden sind, so ist es auch mit der Technik. Und da kommen wir auch wieder in diese Urkraft rein, ja, wirklich zu erkennen, hey, es ist ganz egal, ja, wo sitze ich denn? Weil oft ist es so, wir arbeiten ja online, das heißt, die Menschen sind wirklich ja ortsunabhängig, ganz egal, wo die sitzen, dann können wir mit denen arbeiten. Und oft ist so der Gedanke da, oh, wie kann das funktionieren? Wie kann das online funktionieren? Weil wir miteinander verbunden sind, wie es in der Natur ist. Und unsere weitest entfernteste Klientin saß in Thailand. Sie war Deutsche, zum Glück, ja, sonst hätte man mit der Sprache irgendwie Schwierigkeiten gehabt. Aber es ist über diese Distanz, ist überhaupt kein Thema. Und da wieder zu erkennen, hey, alles ist in uns da. Und das hört man immer, ja, und es ist so Mainstream irgendwie, es ist alles in dir und alle Antworten sind in dir. Nur oft ist es, fällt es einem selbst zu schwer,
diese Antworten zu erkennen, diese innere Stimme auch zu hören und zu verstehen. Und das ist eher die Herausforderung. Ja, das glaube ich, aber ich sage mal, es ist ja alles Schwingung. Und ich habe, das ist noch nicht vor allzu langer Zeit entdeckt, dass der Name Ines, anders geschrieben, Eins heißt. Eins sein. Das ist mir ganz komisch aufgefallen. Da habe ich auch gedacht, das ist so, da hat mich die göttliche Welt wieder mal geführt. Und zwar durch oft Nachrichten diktieren und schreibt dann drunter, lieben Gruß Ines. Ja? Und auf immer stand, lieben Gruß Eins. Und dadurch ist mir das überhaupt aufgefallen. Und ja, es gibt keine Zufälle. Das ist auch wieder diese Verbundenheit und wir sind alle mit allem verbunden. Aber eigentlich wollte ich so ein bisschen auf die, mit der Verbundenheit, Naturverbundenheit, wollte ich jetzt ein bisschen so raus. Ihr macht ja auch Seminare, wenn ich das richtig entdeckt habe, auf eurer Webseite, in der Natur. Und dort wollte ich jetzt eigentlich hin. Also falls von meiner Seite her, ich mache ja Seelenspaziergänge. Aha, Seelenspaziergänge, sehr gut. Und das ist hier im Salzkammergut. Da gibt es über, glaube ich, schon um die 50 Seen. Und hier ist eine extreme Kraft vorhanden. Und überhaupt dann auch in der freien Natur ist einfach gigantisch, was da passiert. Die Menschen öffnen sich. Also wir hatten jetzt ein gutes Beispiel gehabt. Ein Mann, der sich jetzt auf den Weg macht zu einer Veränderung. Der war vorher bei einer Bank, Vorstandsvorsitzender. Nur der hatte nie den Mut zu schreien. Also war immer sehr freundlich, sehr nett, sehr vorkommend. Und da war es so, auf diesem Seelenspaziergang haben wir sein Herz geöffnet und sein Mut. Und er konnte mal aus sich herauskommen. Und das hat ihm so gut getan, dass er sogar dadurch, weil das so eine große Blockade in ihm war, dadurch seine Urkraft gefunden hat. Und er fängt jetzt an, mit Menschen zu arbeiten. Er hat mir jetzt vor 2 oder 3 Tagen geschrieben, dass er im Wald spazieren war und hat ein Pärchen kennengelernt und er hat schon mit denen über die Angst gesprochen und haben jetzt schon einen Termin mit ihm ausgemacht. Also wenn man sich auf dem Weg macht und seine Urkraft findet, einfach gigantisch. Und gerade in der Natur ist es wunderschön, dass man sich da einfach so geben darf, wie man ist. Da hören keine Nachbarn oder sonst jemand zu. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Einfach mal so zu sein, wie man wirklich ist. Und das ist das, was glaube ich, auch das größte Hindernis für viele Menschen ist. Wir glauben, wir müssen immer dieses Liebe, Nette und dieses Helle in uns finden. Wie wichtig ist es auch, das Dunkle in uns zu finden? Weil wir sonst nicht im Gleichgewicht sind. Wir haben sowohl das Dunkle als auch das Helle. Und wenn du nur das Helle annimmst, bist du nicht im Gleichgewicht. Wenn du nur das Dunkle annimmst, wirst du nicht im Gleichgewicht sein. Deswegen ist es wichtig, beides zu leben. Nur wovor wir Angst haben, ist die Angst, die dazwischen ist. Angst vor der dunklen Kraft oder Angst vor der hellen Kraft. Und das ist das, was uns daran hindert, beide Kräfte leben zu dürfen. Und du kannst wundervoll mit der hellen Kraft jemandem helfen, du kannst aber auch wundervoll mit der dunklen Kraft jemandem helfen. Ja, das stimmt wohl. Ja, und ich sag mal, ich merke das auch selber, ich gehe täglich in die Natur und wenn ich das wirklich mal einen Tag nicht schaffe, was eigentlich so gut wie nie vorkommt, aber dann ist es so, dann fehlt mir irgendwas, ja. Und es gibt ja auch kein schlechtes Wetter, es gibt nur die verkehrte Kleidung. Und oftmals, wenn ich den Wald betrete, dann ist es wirklich, ich habe das schon so oft gesagt, das ist wie, als wenn man durch ein Tor geht und man kann einfach diesen Rucksack, diesen Ballast hinter sich lassen. Und ja, und dann sind oft, also bei uns gibt es ja auch viele Tiere. Und wenn dann die Tiere irgendwo sich zeigen, dann wisst man auch, dass das irgendwo passt. Ja? Also zumindest ist das mein Gefühl. Ja, dass es auch immer irgendwie eine Bedeutung hat. Und trotzdem ist es auch so wertvoll, also einerseits, wir haben ja diese Seelenspaziergänge, die vor Ort sind und auf der anderen Seite arbeiten wir ganz viel online, weil das auch wichtig ist. Erstens einmal ist es für die Menschen, fällt diese Barriere der Anreise weg. Das heißt, wir haben wirklich die Möglichkeit, Menschen von überall her zu begleiten. Und das Wertvolle daran ist, du bist in deinem geschützten Raum. Wenn du daheim bist,
vor dem eigenen Bildschirm in deinem Wohnzimmer, in deinem Büro, wo auch immer, ist man wirklich für sich und hat den Raum auch ganz für sich. Und das sind so diese, auch da wieder, ja, diese zwei Punkte, die so wichtig sind. Wir haben zum Beispiel mal eine Kundin gehabt, die hat in der Nähe von uns gewohnt und hat gesagt, na ja, mit dem Online, ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, ob das das Richtige für mich ist. Und gesagt, okay, du bist aus der Nähe. Ja, im Prinzip ist es für uns, ist es egal, ob wir jetzt den Laptop aufmachen oder ob wir die Haustür öffnen. Ja, und sie kommt herein. Und dann ist sie zu uns gekommen. Wir haben mit ihr gearbeitet. War kein Thema, war gut wie immer. Und beim nächsten Mal haben wir gesagt, okay, da müssen wir dann aber wirklich einen Online-Termin machen, weil da sind wir unterwegs und dann geht's nicht anders. Und sie kam nicht mehr. Wir haben die Termine weitergeführt, aber sie kam nicht mehr persönlich zu uns, weil dieser Aufwand oft viel höher ist mit der Anreise, auch wenn es aus der Nähe ist. Und vor allem danach, dass ich danach sage, okay, ich habe dann wirklich gleich sofort, ja, wenn der Termin vorbei ist, habe ich Zeit für mich. Kann das wirken lassen, kann alle meine Gefühle da sein lassen, die sie vielleicht zeigen. Und das kann Wut sein, so wie der Heiko gerade beschrieben hat, ja, dass so Wut oder ein Schrei mal rauskommen möchte. Das kann Traurigkeit sein, das kann Fröhlichkeit sein. Aber einfach wirklich zu sagen, hey, ich bin ganz für mich und muss mir nicht erst wieder irgendwo auf den Weg hin machen. Ja, nee, das ist das, ich habe ja selber bei euch schon solche Termine gehabt und ich weiß, dass das funktioniert, ja. Und dass jeder, also ich sag mal, ich finde es auch eine Erleichterung, wenn man nicht überall hin muss. Es ist zwar auch schön, wenn man sich mal physisch berühren darf. Und trotzdem ist die Zeit ja für jeden ein sehr, sehr wertvolles Gut. Dann ist es ja oftmals auch eine Kostenfrage. Ja? Die Anreise von, egal mit welchen Verkehrsmitteln ich jetzt komme und dann brauche ich eine Übernachtung und. Und das kommt ja dann nochmal obendrauf. Und das ist, ich denke mal, dann auch ein entscheidender Beitrag, dass ich sage, okay, online. Und wie du es gerade erklärt hast, man kann dann wirklich mit sich sein und sich auch die Zeit nehmen, weil dann setze ich mich wieder ins Auto und muss aufpassen auf den Verkehr und kann eigentlich gar nicht in mir ruhen, sag ich mal. Ja, ganz genau. Und ich glaube, was wichtig ist, dass man einfach diese Mischung hat. Also das heißt, wir haben ja Seelenspaziergang, wir haben ja auch die Power Days in Wien, die gigantisch sind, was da passiert. Und natürlich über online, was wichtig ist für viele Menschen. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man offen ist für alles und sich nicht selber eingrenzt. Naja, er stellt so einen richtig schönen bunten Blumenstrauß zur Verfügung und jeder darf sich die Blume pflücken, die ihm gut tut, oder? Ganz genau, ganz genau. Und bietet ihr auch so, sage ich mal, erstmal Beratungsgespräche an, wo man sich erstmal kennenlernen darf und sagen, was ist jetzt eigentlich für mich richtig? Welche Blume sollte ich pflücken? Also es ist so, das bieten wir ja auch für deine Teilnehmer bei dem Kongress an, wo man wirklich mal einen kostenlosen Termin haben kann, wo man wirklich mal reinschnuppern kann und auch erfahren. Also es ist nicht nur ein Reinschnuppen, es ist auch nicht ein reines Kennenlernen, sondern es geht wirklich, wir gehen sofort in die Tiefe, wenn die Person das möchte natürlich nur, aber wir gehen dann sofort in die Tiefe, wir schauen, was sind denn da für Themen da, was möchte denn gern gesehen werden und was braucht es denn, damit man das auflösen kann. Und dann kommen wir wieder zu diesem Blumenstrauß, ja, der eine braucht das und der andere braucht was anderes, aber wirklich auch da herauszufinden, hey, wo stehe ich denn gerade, was ist denn meine innere Stimme und vor allem, was möchte mir gern meine innere Stimme sagen. Und wenn die Menschen dann sitzen, oft so mit offenen Augen, offenem Mund vor dem Bildschirm und so, okay, wie kann das sein, ja, dass ihr das fühlen könnt, was ich vielleicht selbst irgendwo schon vergessen oder verdrängt habe, was ich vielleicht noch nie jemandem erzählt habe oder wo ich schon dachte, ich habe es schon lang erledigt und dann sind doch noch Themen da, was man oft daran merkt, dass dann Gefühle noch wieder hochkommen. Und es ist so wertvoll, auch wirklich sich diese Gefühle erlauben, um wirklich zu spüren, hey, was ist denn da alles in mir da? Und wir haben zum Beispiel gestern erst einen ganz tollen Termin gehabt mit einer Frau. Und sie kam mit dem Thema zu und sie hat ein Problem aus der Schulzeit mit einem Lehrer. Also es war ein Referent. Und wenn sie an den denkt, dann hat sie da immer noch Schwierigkeiten und es macht immer noch eng und sie kann über das gar nicht reden, weil da so eine Enge bei ihr da ist. Das war so ihr Gedanke. Das ist der Grund, was sie zu uns gebracht hat in dem Moment. Aber in Wirklichkeit war das nur dieser Referent, war der Auslöser von einer Situation, an die sie sich gar nicht mehr erinnern konnte.
weil die in ihrer Kleinkindzeit passiert ist. Und das ist in uns abgespeichert. Wir haben keinen bewussten Zugriff, wir haben keine bewusste Erinnerung und trotzdem beeinflusst es uns unser ganzes Leben. Wir haben dann das Gefühl, oh, das liegt ja an meinem Partner oder an meinem Chef oder meinen Kollegen oder an dem Lehrer. Naja, der mich gar nicht bekommt. Ja, auf in Wirklichkeit auf meinen bunten Punkt. Ja, ganz genau. In Wirklichkeit liegt die Wurzel ganz woanders. Und da ist es wichtig, da hinzukommen. Und dann saß sie da, nachdem wir mit ihr gearbeitet haben, mit Erleichterung, mit strahlenden Augen, natürlich also mit, leicht mit Tränen in den Augen, aber das waren mehr die Tränen der Freude, weil dieser Druck und diese Enge weg war. Und weil sie erkannt hatte, wo ist es denn passiert? Und auch sofort, dass man das auflösen konnten. Das heißt, dass sie da Frieden schließen konnte mit dieser Situation. Und dadurch wieder viel mehr in ihre eigene Kraft kommt. Und da kommen wir wieder hin, immer näher zu dieser eigenen Urkraft. Wieder den Mut zu haben, auf die innere Stimme, auf dieses Bauchgefühl, das wir haben, jeder von uns, auf das wir wieder hören dürfen. Ja, wir erlauben uns das oft nicht. Ja. Ja, ich wollte sagen, das ist genau das Thema Aufwachen. Ja? Und es wachen immer mehr Menschen auf und gehen den Weg. Aber ich wollte dir ins Wort fallen, Heiko. Ja, alles cool. Also was auch wichtig ist, es heißt ja Kennenlerngespräch. Aber es heißt nicht, dass sie uns kennenlernen, sondern anfangen, sich selber mal sich zu kennen. Wer bin ich wirklich? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir hatten gestern auch ein Kennenlerngespräch. Über eine Empfehlung kam sie. Und die sagte, ja, das gewisse Thema ist schon erledigt. Und dann haben wir halt bei ihr reingefühlt. Und dann haben wir dieses Thema nochmal angeschnitten. Und sie sagte, nee, das ist gar kein Problem mehr. Das hat sie schon erledigt. Damit ist sie durch. Und dann haben wir eine Situation gefunden bei ihr. Und sie merkte, sie konnte es nicht mehr zurückhalten. Es schossen ihr sofort Tränen in die Augen. Ihre Stimme ist weggegangen. Und ich glaube, dass viele nur im Kopf sind. Viele arbeiten nur mit dem Kopf, nicht mit dem Herzen. Und da ist es wichtig, das Herz zu finden und nicht den Verstand. Den Verstand, den darf man erstmal auf Seite tun. Weil wenn Tränen fließen, dann bist du bei dem Herzen. Wenn der Verstand aber immer alles probiert zu erklären und er weiß über alles Bescheid, dann bist du nur im Verstand und nicht im Herzen. Das Herz braucht keine Worte. Es fühlt. Und das ist wichtig, dass man den Weg zum Herzen wieder findet und nicht zum Verstand. Ja, das stimmt. Und der nächste Schritt ist dann, dass man Herz und Verstand da wirklich in Einklang bringt, dass da wirklich auch Harmonie da ist. Weil unser Verstand ist ja schon wichtig, der ist ja auch wertvoll für einen gewissen Bereich. Nur haben wir so oft das Gefühl, unser Verstand ist so allmächtig. Ich bin so im Verstand gesteuert, ich weiß alles, ich kann alles und ich muss damit alles steuern. Aber unser Herz ist nun mal 5000 Mal stärker als unser Verstand, wenn wir dem erlauben, diese Kraft zu leben. Aber dieser, ja, dieser Herzverstand, es sind ja viele Menschen, also ich erlebe das auch immer wieder, die öffnen ihr Herz, rutschen in die Emotionen rein. Ich hatte gestern erst so ein Thema mit jemandem und merken das, ziehen die Herzmauer wieder hoch, drehen den Schlüssel noch zweimal rum und zack, sind wieder weg. Ja? Und das berührt mich immer wieder, dass sich so Menschen nie fallen lassen können. Ja, also wie schafft ihr es dann, dass die wirklich diese Herzmauer offen bleibt? Geduld. Ja, das lieber ist ganz Geduld jetzt sofort. Ja, Geduld ist immer eine wichtige Sache. Wir haben jetzt eine Frau, also wir haben ja mehrere Stufen, wir haben ja diese 12-Wochen-Programm, wo wir diese Brocken auf Seite holen. Dann haben wir ja die Masterclass, wo wir die Urkraft des Menschen wiederfinden. Und dann haben wir das Next Level, wo wir sagen, jetzt geht es so
in die Kraft, dass man diese Urkraft auch leben kann, auch ausleben kann. Und wir hatten eine Frau aus Österreich, eine ältere Frau, und die konnte nie Gefühle zeigen. Also die konnte nie weinen. Und wir haben jetzt, letztes Wochenende, haben wir ihr Herz gegenüber ihrem Vater geöffnet. Und sie hat Rotz und Wasser geheult. Rotz und Wasser. Und danach sagte sie: Heiko, nimm mich bitte in den Arm. Und ich habe sie ganz liebevoll in den Arm genommen, weil sie diese Gefühle noch nie kannte. Mhm. Weil sie von Anfang an immer gelernt hat, hart zu sein. Mhm. Früher wurde hart mit stark verbunden. Mhm. Aber hart hat nichts mit Stärke zu tun. Was sie an diesem Wochenende gemacht hat, das ist Stärke. Mhm. Ihr Herz zu öffnen und Gefühle zu zeigen. Und da merkt man auch wieder an diesem Beispiel, dass die Menschen also unterschiedlich sind. Weil sie selber hat gedacht, oh, ich komme nicht in die Emotion rein. Heiko, vielleicht musst du mir noch ein bisschen mehr provozieren. Mhm. Weil manche brauchen das. Ja, bei manchen ist es wirklich so, ich gehöre leider auch dazu, ja, wo man immer wieder herausfordern muss, ja, und immer wieder sagt, hey, da ist doch was und da ist doch was, wo man wirklich diese Provokation braucht. Aber in ihrem Fall war das ganz anders. Sie dachte es so, weil sie im Verstand war und weil sie auch diese Härte eben mit der Stärke ganz lange Zeit verwechselt hatte und hat glaubt, sie braucht das auch. Ja, irgendwann muss er endlich bei ihr auch mal so quasi das ansetzen. Aber in Wirklichkeit war es bei ihr ganz anders. Genau. War dieses ganz Sanfte, dieses ganz Liebevolle, dieses an der Hand nehmen, dich abholen, sich geborgen fühlen und dann wirklich da mit dir da reingehen dürfen. Mhm. Und das ist also wichtig, ja. Das kann man zum Glück auch sehr gut fühlen. Was braucht der Mensch gerade? Ja? Braucht er diesen Weg? Es gibt ja viele Wege, die zum Herzen führen können. Aber nicht jeder kann denselben Weg gehen. Mhm. Und da wirklich zu erkennen, okay, welchen Weg darf diese Person jetzt gehen, um wirklich bei sich ankommen können oder bei sich ankommen auch dürfen, sich selber das erlauben. Ja, das Beispiel, was der Heiko aber gebracht hat, ich sag mal, das trifft meines Gefühles nach sicherlich auch für Frauen zu, aber am ehesten doch für Männer. Ja? Weil die Männer kriegen ja von Anfang an eingebläut, Männer müssen stark sein, Männer weinen nicht und so weiter. Also ich habe diese Emotionen, die jetzt der Heiko beschrieben hat, auch sehr, sehr viel bei dem männlichen Teil erlebt, die dann auch, ja, die dann über sich selber staunen oder die sagen, ich weiß gar nicht, was mit mir passiert ist. Ja, jetzt habe ich auch immer so ein Vertrauen oder kann mich öffnen oder wie auch immer. Und das ist so, ja, das sind so Sachen, wo ich sage, es kommt auch immer mehr und das sieht man auch immer mehr an der heutigen Zeit, dass die Menschen wirklich in ihre Emotionen reingehen, ihren Emotionen vertrauen und dann auch wirklich, wie ihr sagt, in ihre Urkraft kommen. Ja. Ja. Und das Schöne ist, dass ja die Männer immer offener werden auch dafür. Ja, das merkt man auch, ja, dass sich die Männerquote in dem Fall ja auch gut verändert. Aber es ist auch so, dass viele Frauen einen sehr männlichen Teil in sich leben. Mhm. Oft ist es so, und das erleben wir wirklich ganz oft, dass, weil alles, ich fange mal von vorne an, alles, was schon während der Zeugung und die ganze Schwangerschaft hindurch Vater und Mutter denken, was sie fühlen, alle Wünsche, alle Ängste, auch alle Sorgen, die sind in uns abgespeichert. Aber wir haben keinen bewussten Zugriff darauf. Und dann kann es schon mal passieren, dass zum Beispiel ein Mädchen sich schon auf den Weg gemacht hat, auf die Welt zu kommen in der Schwangerschaft während der Zeugung und sich vielleicht einer der beiden Eltern, warum auch immer, einen Sohn gewünscht hat. Und dann hat dieses Mädchen diese Prägung in sich, oh, ich bin gar nicht richtig so, wie ich bin. Ich muss aber beweisen, dass ich es wert bin, dass ich trotzdem auf die Welt kommen darf. Dass ich es wert bin, dass ich geliebt werde, dass ich gesehen werde, dass ich anerkannt werde. Und auch so fängt sie unbewusst an, ihren Mann zu stehen in ihrem Leben. Und das ist oft so diese Härte, die sich dadurch entwickelt. Weil wir dann glauben, okay, dann müssen wir hart sein, wir müssen so denken, so arbeiten, so leben wie die Männer. Aber es ist gar nicht unser Part. Sondern es ist einfach diese Weiblichkeit ist ja auch was sehr Kraftvolles, was sehr Starkes, oft was sehr Intuitives und Sanftes. Und da wirklich diese Balance auch da zu finden. Mhm. Es ist so, dass ja
jeder von uns, egal ob Mann oder Frau, wir haben nicht nur ein inneres Kind. Inneres Kind ist mittlerweile sehr bekannt. Ja, jeder sagt, ich kenne mein inneres Kind oder ich muss meinen Kontakt aufnehmen. Ich bin auch davon. Ja, genau. Aber es gibt auch eine innere Frau in jedem von uns und es gibt auch einen inneren Mann. Mhm. Und da ist es auch wieder wichtig, ja, diese Harmonie, dieses Gleichgewicht zu haben. Weil das innere Kind, das ist für die Leichtigkeit zuständig. Das ist dafür zuständig, dass wir einfach mal was machen, ohne dass es immer einen Sinn dahinter haben muss. Dass wir einfach Freude haben dürfen. Diese innere Frau hat die Aufgabe, wirklich zu schauen, hey, wie geht's mir denn? Wie gehe ich achtsam, liebevoll, respektvoll mit mir selber um? Was braucht's denn bei mir jetzt gerade? Und diese männliche Energie in uns, dieser innere Mann, sorgt dafür, dass wir in die Umsetzung kommen, dass die Tatkraft da ist, dass wir einfach wirklich weiter auch vorankommen. Ich glaube, dafür ist dieses Jahr 2023 jetzt auch wirklich gut dafür gemacht, weil im letzten Jahr sind ja wirklich die Emotionen, das war ja Halleluja. Ja. Und das waren ja nur gerade Zahlen. Ja. Und die geraden sind die weiblichen. Und jetzt haben wir wieder den männlichen Aspekt drin. Wir haben die 3 und wir haben die Quersumme 7 und ich glaube, dieses Jahr kommen wir auch wieder mehr in Ausgleich. Genau. Ja. Gut so. Und respektvoll heißt ja auch respektvoll zu sich selber und auch mal ganz klar die Dinge auszusprechen. Mhm. Weil, wenn ich nett zu dir bin, mhm, aber innerlich wütend, bin ich respektlos. Ja. Deswegen ist es auch wichtig, die inneren Werte, die nun mal da sind, egal wie sie aussehen, dass sie auch raus dürfen, dass sie sein dürfen, ohne zu urteilen und zu verurteilen. Weil wir probieren immer Richter zu spielen mit uns selber und mit den anderen. Ich glaube, mit uns selber sind wir immer am härtesten. Ja, oh ja. Das heißt... Das bringen wir gut. Genau, es heißt ja nicht umsonst, wenn ich mit einem Finger auf einen zeige, zeigen 3 Finger auf mich selber. Genau. Ja. Und das kann ja auch innerlich, kann man ja zeigen. Ja, ne, und ich sag mal, wenn ich mit mir im Reinen bin, ändert sich auch automatisch mein Umfeld. Bin ich natürlich im Drama, dann erlebe ich auch das Drama draußen. Ja? Hm. Und das ist diese Balance, wo ich schauen kann. Und ich sehe das auch oft, gerade wenn man so Trigger hat, ja, was will uns dieser Trigger sagen? Was ist in mir? Warum triggert mich das eigentlich? Ja. Warum habe ich genau das in mein Leben gezogen? Genau. Wieso läuft mir schon wieder jemand über den Weg, der so mich so triggern kann? Ja, und ich glaube, das ist so auch so ein Thema für viele oder war auch für mich viele Jahre jetzt ein Thema, wo ich bin noch nie angekommen. Aber ich sag mal, ich konnte viele Triggerpunkte, die mich früher total getriggert haben, die fallen jetzt, die berühren mich gar nicht mehr. Ja. Aber eben immer noch Triggerpunkte. Und dann darf ich fragen, warum triggert mich das? Ja? Oh, was ist hier noch drin? Ja, was darf ich lösen? Und der Weg geht ja immer weiter. Er verändert sich ein bisschen. Ja? Man lässt so diese alten Themen hinter sich. Aber wenn man sie immer weiterentwickelt, dann kommen einfach immer wieder neue Themen hoch. Und das ist ja auch das Wertvolle. Und das ist ja auch das, was das Leben so interessant macht. Mhm. Weil alles andere ist ja schon gestorben, bevor ich noch begraben bin. Ja, also wirklich so dieses lebendige Sterben, dieses Dahinvegetieren. Und die Menschen wachen immer mehr auf. Ja, die sagen immer mehr, hey, da muss doch viel mehr da sein. Und es ist ja genau die richtige Zeit jetzt zu sagen, okay, ich schau mal, ja, ich mache mich auf den Weg. Und der Weg zeigt sich. Und man sieht niemals zufällig was, ja, mit deinem Kongress jetzt. Ja, ich bin ein zufällig Teilnehmer jetzt gerade bei diesem Kongress. Sondern irgendwas in mir hat mich daher geführt und sagt, hey, es ist an der Zeit, was zu verändern. Ja, viele sagen ja auch, es gibt genügend Kongresse und wir brauchen keinen mehr machen. Aber letztendlich geht es nicht um den Kongress, sondern es geht darum, was kommt rüber, was wird ausgestrahlt und was resoniert jetzt mit mir. Ja? Und ich sage auch mal zu der Community, ihr müsst euch nicht alles angucken. Ja? Spürt rein, was für euch gut ist, weil wenn wir zu viel in unser Feld lassen, dann wissen wir überhaupt nicht mehr, was los ist. Dann können wir uns gar nicht mehr orientieren. Und die richtigen Menschen finden einfach zusammen. Davon bin ich überzeugt. Ja, ja, das sehe ich genauso. Und was wichtig ist, du baust ja Brücken auf. Mhm. Ja. Und das ist so wichtig, gerade in der heutigen Zeit, Brücken aufzubauen. Dass wir immer mehr miteinander verbunden sind. Das ist ganz, ganz wichtig.
Es ist ja auch dieses neue Jahrtausend, ja. Es stehen überall die Zweien. Zweisamkeit, ja, oder diese Verbundenheit, dass man wirklich sich verbindet mit anderen Menschen, dass man, ja, wie es mit der 1900 noch war, dass man da dieser Alleinunterhalter ist, ja. Diese Zeiten sind irgendwo vorbei. Die sind vorbei. Die sind ganz klar vorbei. Jetzt geht es darum, gemeinsam. Das Gruppen, was jetzt wichtig ist, ist das große Ganze zu sehen. Mhm. Ja. Sich natürlich zu erkennen, Klarheit zu verschaffen, wer bin ich, was bin ich, und dann mit den anderen zu verbinden. Und dann einen so Raum zu schaffen, es gibt ja im Prinzip keinen Raum im Universum, sich so zu verbinden, dass wir das große Ganze schaffen können. Das ist ganz, ganz wichtig, miteinander. Ja. Und dann merkt man natürlich schon, dass manche Menschen dann sagen, okay, jetzt habe ich Fragezeichen, wie soll ich das umsetzen, was soll ich dafür tun? Aber in Wirklichkeit ist es eher dieses Nichtstun, an nichts dagegen tun, ja, sondern zu sagen, hey, ich bin bereit und ich öffne mich einfach. Und der Weg zeigt sich, auch die Informationen kommen dann zu mir, entweder in so einem Weg wie jetzt mit dir, mit dem Kongress, wo du die Brücken baust zu Informationen, zu anderen Menschen, einfach wirklich, um zu erkennen, hey, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten? Ja, nee, das sehe ich auch so, weil es kommt uns irgendwie entgegen und der Weg entsteht beim Gehen. Ja? Mhm. Und ich denke, das ist so wichtig, wenn die Menschen zu euch kommen, dass die auch wieder die Urkraft finden, weil es wird jetzt sehr, sehr zügig vorangehen, dass immer mehr Menschen aufwachen, die aber überhaupt, ich sage jetzt mal, ist es vielleicht das falsche Wort, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein, in einer gewissen Weise orientierungslos sind. Und dann können alle die jetzt in ihre Urkraft gekommen sind oder schon sind, die dürfen dann hilfreich die Hände reichen. Und es wird Jobs geben oder ja, Sachen geben, die, wo wir jetzt noch gar nicht hindenken, aber wo wir uns gegenseitig unterstützen dürfen und können. Ja, der Kompass wird neu ausgerichtet. Aber richtig neu. Ja. So. Ja, ich würde auf jeden Fall eure kostenlosen Kennenlerngespräche, wo ich mich selber kennenlernen darf, unterhalb verlinken. Habt ihr denn noch jetzt so, wo ihr sagt, das möchten wir unbedingt noch der Community mitgeben oder ist es für euch jetzt rund? Ja, also ich würde noch gerne eins sagen. Es ist so, viele Menschen sagen ja, oh, ich habe schon so viel getan und ich komme wieder immer wieder zu dem einen Punkt und habe das Gefühl, ich komme jetzt so wirklich weiter. Da ist es ganz wichtig zu sagen, du kommst weiter in jeder Form. Oft ist es so, das ist wie bei einem Spiel. Du bist im ersten Level. Du fängst unten an und arbeitest dich immer weiter nach oben. Dann hast du dieses Level gepackt und denkst, wow, wie cool. Und dann kommst du ins nächste Level und du fängst wieder bei Null an. Und in dem Moment hast du das Gefühl, oh, es ist ja gar nichts passiert. Ich habe ja schon wieder das Gefühl, jetzt in diesem Level, ich bin gar nicht etwas Besonderes, es passiert nicht wirklich etwas. Nein, du fängst einfach nur wieder bei Null an und gehst weiter durch dieses Level. Und dann kommst du wieder ins nächste Level. Und das ist das Wichtigste. Das ist so wie bei dem Herzen. Hoch, runter. Nur, dass es dann hoch geht. Aber die Tiefen sind trotzdem da. Und die Höhen sind da. Nur wir dürfen uns nicht immer so schlecht machen, sondern mal sagen, wow, ich habe das nächste Level erreicht. Jetzt darf ich wieder neu lernen. Bewältigen. Ganz genau. Und nicht sagen, oh, ich kriege das sowieso nicht auf die Reihe und ist alles Blödsinn. Nein, das, was du gemacht hast, ist kein Blödsinn. Du bist vielleicht nur schon in einem anderen Level drin. Und um das zu erkennen, wird man dich wirklich einladen. Nimm diesen Termin wahr, er ist komplett kostenlos und du kannst wirklich erkennen, wo stehe ich gerade, wo bin ich, in welchem Level, was darf ich mir da anschauen. Und vielleicht ist da auch so eine Grundskepsis da, wo man sagt, okay, wer weiß, ob das funktioniert. Auch dann, ja, melde dich einfach an, finde es für dich heraus. Manche haben so das Gefühl, oh, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich wissen will, was da alles so in mir begraben ist. Ja, so nach dem Motto, schlafende Hunde weckt man nicht. Aber
wir treffen alle unsere Entscheidungen zu 95% aus unserem Unterbewusstsein. Und darum ist es so wertvoll und so wichtig, wirklich zu erkennen, hey, was ist denn da alles drinnen verborgen? Und darum sei dabei, wir freuen uns auf dich. Ja. Da kommt dann oftmals, eigentlich geht es mir ja gut. Eigentlich, ja. Ja. Eigentlich könnte es mir auch besser gehen. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, ich denke, wir sollten einfach unsere Lebenszeit alle nutzen, so gut wie es irgendwie möglich ist und noch besser, dass wir nie am Ende dieses Abschnittes sagen, hätte ich doch. Ja, ja, genau. Und ich glaube, die Zeit ist dafür einfach reif, dass wir jetzt Sachen tun, die wir vielleicht noch nie getan haben und den Schritt in das Ungewisse wagen und ja, mal sehen, was passiert. Ja, und gerade jetzt zum Jahresanfang ist der beste Zeitpunkt. Ja, genau. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für das Gespräch, für euren Input und liebe Aufwach-Community, ich denke, das ein oder andere Herz haben Daniela und Heiko auf jeden Fall berührt. Ja, und habt einfach den Mut. Ich hatte den auch. Und ja, vereinbart so ein Gespräch und dann seht, was passiert. Öffnet eure Herzen und verschließen könnt ihr das ja alle mal wieder, wenn ihr das unbedingt wollt. Aber ihr werdet merken, ein offenes Herz ist besser wie ein verschlossenes. In dem Sinne, alles Liebe zu euch und auch euch nochmal vielen Dank und ja, eine richtig, richtig gute Zeit und wir werden sehen, was das Leben uns auf das Tablett liefert oder welche Blume wir nehmen dürfen. Wir kriegen immer nur die Herausforderungen, die wir auch schaffen. Genau. Und dann auch ein Dankeschön von unserer Seite für Dankeschön, deine wertvolle Arbeit, dass du dir wirklich auch immer wieder da dran bist, immer wieder die Leute auch dahin führst, aufzuwachen. Auch für alle, die teilgenommen haben an diesem Kongress, auch dieser natürlich ein wertvoller Teil dieses Kongresses, weil ohne die Teilnehmer würde es alles keinen Sinn machen. Also auch sich dafür zu feiern und auch dafür ein Dankeschön. Ja, das ist der Kongress lebt aus der Win-Win-Situation heraus. Ja? Alle, also ich denke auch immer, ich mache die Kongresse in erster Linie für mich, denn jedes Gespräch ist irgendwie wie ein Coaching. Und trotzdem kann man so viele Menschen auf der Reise mitnehmen und Feedbacks, die ich oft bekomme, die sind sehr, sehr berührend. Und apropos Feedback, ihr dürft unterhalb natürlich den Feedbackbogen ausfüllen. Ja, und in dem Sinne jetzt nochmal alles Liebe und bis zum nächsten Gespräch. Ciao.